Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 5 hier bei TrofDuo. Heute fahren wir mindestens die Superlizenzprüfung Nummer 5 auf Laguna Seca. Überholmanöver in der Praxis natürlich wieder. Und in einem Camaro SS aus dem Jahr 2010. Erste Handlung, ihr kennt's ja. Natürlich erst einmal den schwarzen Bildschirm abwarten und dann Traktionskontrolle auf 0. So, alles andere auf aus, ABS auf 1 und dann kann es direkt losgehen. Ich habe ja die Hoffnung, dass es wirklich diese Folge besser läuft als gestern in der Folge. Für mich ist da kein Tagunterschied. Für mich war die Pein von gestern gerade eben praktisch. Und ich hoffe es für mich und für euch, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Ja, das fängt ja schon super an, direkt den falschen Gang eingelegt. Das tut mir so leid. Aber irgendwie kann ich da auch nur noch drüber lachen. So oft wie mir das passiert. Ist schon ein krasser Unterschied, jetzt so ein Camaro zu fahren. Der lässt sich ganz anders fahren als gerade eben das Race Car. Weil der Camaro einfach längst nicht so viel Power hat, viel schwerer ist. Viel träger dann reagiert. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich ihm hier zutrauen kann. Wie weit ich ihn in Kurven oder Gegner reinwerfen kann, ohne da rauszufliegen. Weil die Corvettes, die fahren aber auch langsam da vorne, ne? Ja, das war dämlich. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte doch Neustart machen. So, jetzt habe ich keinen Gangfehler. Wunderbar. Und da fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen Risiko. Ja, tolles Risiko war das. Man sollte nicht Risiko und Torheit verwechseln. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den hier mache? Ah ne, das wollte ich eigentlich ohne die Pylonen zu treffen. Aber das ist ein Trick, den habe ich früher oft gemacht. Das bringt eigentlich null. Aber bei den früheren GT-Teilen... Mein Gott, der Wagen springt aber. Bei den früheren GT-Teilen dachte ich immer, komm, die Boxenausfahrt hat ja einen geringeren Radius. Und deswegen müsste es ja eigentlich schneller dadurch sein. Aber irgendwie ist man dadurch nicht schneller, weil die halt so klein ist. So, hier sieht man, dass wir wesentlich viel mehr disqualifiziert werden. Ich möchte das jetzt darüber versuchen, um euch zu zeigen, wie ich es früher gemacht habe in den GT-Teilen. Brems! Können als kleines Special, so bin ich früher gefahren oder so, so könnt ihr das ja sehen. Natürlich ohne Lenkrad damals. Und dann sieht man, das hat genau nichts gebracht. In der Lage waren wir vorhin auch. Das liegt einfach daran, man hat zwar den etwas kürzeren Weg, aber dadurch, dass die Strecke halt so viel dünner ist, also die ist ja wirklich nur eine Wagenbreite dick, dadurch muss man halt so langsamer durchfahren, damit man nicht rausfliegt. Und das hebt sich auf. Aber natürlich trotzdem ganz schön, dass die Boxenausfahrt nicht außenrum geht, sondern innen in die Kurve rein, damit man halt nicht so viel Zeit bei Boxenstops verliert. Dritter Platz momentan, erster wird schwer. Ich glaube, erster ist nicht zu packen. Nicht in dem Versuch. So, den zweiten haben wir hier. Im Korkenzieher. Mein Gott, der fährt aber jetzt langsam, der erste. Der will doch praktisch, dass wir vorbeigehen. Er schränkt sich ja gar nicht an. Guck mal, wie viel Platz der lässt. Der im Platten oder so. Guck dir das mal an. So viel Platz. Ich könnte jetzt wenden und rückwärts über die Ziellinie fahren. So,
So, machen wir mal weiter. Ich möchte mir die Trophäen gar nicht so lange angucken. Auch das nicht allzu lange angucken. Und direkt auf Weiterklicken. S6, Überholmanöver in der Praxis, auf Madrid City Kurs. Madrid City, ist das ein anderer als der normale Madrid Kurs? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das Standard-Layout. In einem Lamborghini Miura. Auch ein schöner Wagen. Schöner Oldtimer. Ich rede natürlich immer von den Gran Turismo. Schön oder nicht schön Erfahrung. Als Prototype-Version, das ist... Boah, da habe ich mich mal drüber informiert. Ich glaube, der Prototype, der wurde so dann auch nachher nicht produziert. Ja, wie war das denn? War halt wirklich nur ein Prototyp und ist nicht in Serie gegangen. Der Miura, der nachher in Serie gegangen ist, war irgendwie ein anderes Modell. Mit anderen Leistungsdaten oder so. Falls ich Schwachsinn erzähle, dann korrigiert mich ruhig in den Kommentaren, ne? Ist schon ein bisschen länger her, dass ich mich mal darüber informiert hatte. Boah, am F40 hier vorbeigedrückt. Und dann klar, frisst das Leitplanke. Metall gegen Metall. Das ist ja auch so eine Sache, die ich hier bei Gran Turismo echt schade finde. Dass es kein richtiges Schadensmodell gibt. Ach, das ist gar kein F40, das ist irgend so ein komischer Wagen. Na, kriegen wir die Superbird außenrum? Ja, wunderbar, und nicht nur die. Was haben wir noch, eine Corvette vor uns? Ich glaube, ist das eine Stingray gewesen? Ich weiß es nicht. Der Kerl, der bei Miura die Rücksicht gestaltet hat, gehört gefeuert. Oh fuck, was war das denn jetzt von mir? Keine schöne Aktion. Mein Gott, lass mich mal vorbei hier, langsamer Ferrari. Ich bin an einem anderen italienischen Auto, das einfach besser ist. Also ich muss ja sagen, so in meinem persönlichen Ranking von Sportwagen, auch wenn ich wirklich jetzt nicht so der Sportwagen Überfan bin, also ich hänge mir keine Plakate oder Poster von irgendwelchen Sportwagen ins Zimmer oder lese irgendwelche Zeitschriften. Das Einzige, was ich eigentlich mache, ist Gran Turismo spielen. Ja, und da steht Ferrari eher so unter den meisten anderen Sportwagenherstellern. Frag mich nicht, warum, es einfach so mein persönliches Empfinden. Ich mag Ferrari nicht so sehr. Die Autos mag ich auch nicht so sehr, zumindest hier in Gran Turismo. Kann jeder anders empfinden? Vielleicht schreibt ihr ja mal eure Lieblingsmarken in die Kommentare. Aber bitte nicht diskutieren, ja, sondern einfach nur, weil das ist einfach Geschmackssache. Man kann keine Marken miteinander vergleichen, man kann Produkte von Marken miteinander vergleichen. So, Top Gear, S7 auf der Top Gear Test Track. Ist ja eine meiner Lieblingsstrecken. Freut mich auch echt, dass es die in Gran Turismo gibt. Bin ja leidenschaftlicher Top Gear Gucker. Ja, okay, jetzt habe ich gerade gesagt, ich mache nichts mit Autos sonst, außer Gran Turismo, aber ich gucke Top Gear. Aber sonst gucke ich keine Autosendung, nur Top Gear. Aber natürlich original Englisch, ne? In einem XKR Coupé, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob der stark ist, der Wagen, oder nicht. Wahrscheinlich wird er so ein Standard, ja, schwer wie immer wahrscheinlich sein, ne? Wie so ein Jag halt ist. Und wie so ein Aston auch ist. Also ich finde, das sind meistens so Autos, die sind halt immer, die haben viel PS, ja. Aber die sind halt auch schwer und deswegen so ultra träge. Das lief wunderbar, wunderbar. Nochmal. Ich fahre ja lieber
die leichteren Autos hier in Gran Turismo, weil die einfach viel agiler sind. Siebter Platz. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir uns vorbei bremsen können. In den Spezialdingern konnten wir hier auf der Zufahrt zur Hammerhead immer weit reinbremsen und dann fahre ich durch die Pylonen. Na, ratet mal, was los war? Genau, ich habe wieder meinen Gang eingelegt gehabt. Nein. Ah, was soll ich da machen? Muss ich wohl hinter dem bleiben oder den noch davor überholen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich versuch's einfach mal. Klock, 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 klock. Ich glaube, wir spielen gleich eine Runde Pinball. Mit uns als Ball. Den Audi nehmen wir auf jeden Fall wieder in. So, komm her, Audi. Den nehmen wir innen, dann bremsen wir an. So, den nehmen wir außen. Jetzt kommt der komische Silberne hier. Was mache ich denn dann mit dem? Ich kann ja nur hinten dranbleiben. Und dann hier rausziehen und... Komm. Ja, wunderbar. Ach, jetzt ist das dieser scheiß Chevrolet. Hält er uns so auf. Jetzt geht's wieder in die Hammerhead rein. Und wieder in die Pylonen. Schissel. Da war der Gang wieder drin, der Gang wieder drin, der Gang wieder drin. Ich sollte mir das mal irgendwie fixieren, sodass ich nicht mehr übers Schaltpult schalten kann, sondern nur über die Pedals. Aber manchmal bietet sich das echt an, über das Schaltpult zu schalten. Zum Beispiel, wenn du gerade lenkst, ja, und dann überdrehst. Wenn du gerade lenkst und dann schalten willst und nicht mal richtig an die Pedals drankommst. Bevor du umfasst und dann an die Pedals gehst, kannst du besser den rechten Arm ausstrecken und dann halt mit dem Schaltpult machen. Oder wenn du eine langweilige Gerade fährst, wie hier gerade, dann machst du einfach zack. Ist halt auch cool. Oh, ganz knapp an den Pylonen hinten vorbei. Vielleicht kommen wir jetzt vorbei an dem. Komm. Oh. Halb übers Gras. Und hier kommen wir gegen die Pylonen. Nein. Verdammte Scheiße. Boah, jetzt war ich schon so am Feiern. Ist ja unglaublich. Tok, tok, tok. Ich glaube, ich brauche gleich mal eine Pause. Vierter Gang. Den roten schauen wir uns links. Dann bremsen wir, dann lenken wir ein. Und kriegen den außenrum. Aber wir werden auch den anderen silbernen außenrum mitnehmen. Jetzt gehen wir innen rum. Der komische Mercedes da. Woo! Alter, das war eine knappe Sache. Ich glaube, das gucke ich mir nachher nochmal in der Wiederholung an, falls das eine Goldrunde wird. Und diesmal früh genug in die Hammerhead reinbremsen. So, zweiter Platz. Jetzt gleich Follow-Through.
Naja, zumindest nichts gerammt. Aber es war nicht so sonderlich schnell. Man sollte ja möglichst gerade eigentlich dadurch. Und hier sollte man möglichst treffen. Ja, einigermaßen getroffen. Also für diese Folge gebe ich mich erstmal mit dem zweiten Platz zufrieden. Wir gucken uns aber nochmal kurz die Wiederholung an, während ich die Abmoderation mache. Um zu sehen, wie knapp wir da vorbei gescheppert sind. An den Pylon. So, also wir geben natürlich jetzt nicht auf mit dem zweiten Platz. Das ist eine Sache. Nee, das geht nicht. Ich kann nicht nach dem zweiten Platz aufgeben, wenn ich das erste Mal gerade mal ins Ziel gekommen bin. Wir sind ja nicht vorher tausendmal gescheitert schon. Sondern wir sind ja immer an anderen Sachen hier irgendwie gescheitert. Und dann hier übers Gras rüber. Zack, und dann da reinstechen. Und hier, dann berühren wir den und dann... Oh, Alter, war das knapp. Unglaublich knapp an dem roten Pylon vorbei. Naja, das war's dann halt für diese Folge. In der nächsten Folge erwartet euch genau davon noch viel, viel mehr. Also wenn es euch gefallen hat, guckt auch morgen... Nee, warte mal, morgen Sonntag, morgen Special Sonntag, da kommt nichts. Wegen der Abiturklausur. Also guckt auch Montag wieder rein und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann guckt auf Facebook oder abonniert mich. Also ciao.